Die Geldmengen schießen in die Höhe, aber den Goldpreis lässt das unbeeindruckt. Wie kommt das? So viel zuerst. Gold ist keine gute Geldanlage. Aktien hängen Gold in der Wertentwicklung langfristig ab. In Zeiten moderater Geldentwertung schützt Gold entgegen teilweise Verlautbarungen wenig bis gar nicht. Ganz anders sieht es aber aus, wenn die Risiken für die Geldstabilität erheblich sind. Sobald Menschen um die Sicherheit des Werts ihrer Anlagen fürchten, fliehen sie in was? In Sicherheit. In Finanzkrisen und anderen Situationen, in denen das Vertrauen in Staaten vor Enteignung auf einem Tiefstand ist, in denen Staatsanleihen kein Vertrauen mehr entgegengebracht wird und der Staat seine Schuldenlücke anders schließen muss, weil die Bürger sonst den Politikern zu nahe kommen, in diesen wenigen Situationen kann Gold mit seiner Schutzfunktion aufwarten, denn es ist weder von einem Zahlungsversprechen abhängig noch weginflationierbar. Das heißt, wenn eine oder gar mehrere Weltreservewährungen in ihrem Bestand gefährdet oder bedroht sind oder auch Staaten die Sanktionen anderer Staaten mit Weltreservewährung fürchten, dann hat Gold die reelle Chance auf einen Bullenmarkt. Aber welche sicheren Häfen gibt es in diesen Fällen? Also es gibt Gold und es gibt Staatsanleihen. Wenn die Anleger in Staatsanleihen flüchten, gibt es ein Zeichen von Stabilität des Finanzsystems und der Staaten, wohingegen eine Flucht ins Gold das Gegenteil andeutet. Die Flucht in Gold deutet also ein Misstrauen gegenüber Staaten bzw. einem einzelnen Staat an. Während George Soros zum Beispiel gegen Währungen wettet, indem er diese shortet, also in Massen die Gegenwährung kauft, wettet der Normalbürger gegen eine Währung, indem er Gold kauft. Gold ist der größte Feind der Weltreservewährungen, also dem US-Dollar und dem Euro. Und von wem dürfte daher ein Anstieg des Goldpreises ungern gesehen werden? Von Zentralbanken der Weltreservewährungen, also insbesondere der FED und der EZB. Aber das würden die doch nicht machen. Das wäre doch unfair. Also es ist von Zentralbanken bekannt und wird als völlig selbstverständlich akzeptiert, dass sie Deviseninterventionen fahren. Also ihre eigene Währung, die sie betreuen, gegen andere Währungen in Balance bringen, indem sie Fremdwährungen gegen ihre eigene Währung ankaufen und verkaufen. Zum Beispiel legte die Schweizer Nationalbank bis 2015 ein Kursziel von mindestens 1,20 Schweizer Franken je Euro fest. Und das verfolgte sie, wie alle anderen Zentralbanken auch, mit dem An- und Verkauf von Fremdwährungen gegen ihre eigene Währung. Warum sollte das mit Gold anders sein? Hinweise. Es gibt diverse statistische Hinweise für die Goldpreisinterventionen, die ihr auch im Buch von Dimitri Speck Geheime Goldpolitik finden könnt. Ich packe euch einen Link davon in die Videobeschreibung. Dort hat er nicht nur statistisch herausgearbeitet, dass nach einem Tief in Dow Jones der Goldpreis einige Monate danach fällt und der Bondpreis steigt, sondern hat viele Beispiele für Goldpreisinterventionen an einzelnen Tagen vorgestellt, die immer wieder zur gleichen Uhrzeit einen Sturzflug im Goldpreis bewirken. Statistisch sah der Tagesverlauf von Gold von 1986 bis 1993 nämlich so aus. Und von 1993 bis 2013 so. Es fällt auf, dass der Kurs zur New Yorker Handelszeit fällt, während er danach wieder steigt, womit er schön zum Nachmittagsfitzing niedrig liegt. Wenn ein Wert immer wieder fern jeder Logik fällt, dann bewirkt das was? Anleger werden verunsichert und oder verkaufen. Interessenten werden abgeschreckt und kaufen nicht. Und so kann man eine Anlageform, die ein Gegengewicht für die mangelnde Glaubwürdigkeit in Währungen bietet, durch Manipulation ihrer Funktion berauben und das euphemistisch unter Preisstabilität verbuchen. Ebenso abschreckend wie der regelmäßige freie Fall wirkt es, wenn man einer Geldanlage einen langfristigen Höchstkurs verordnet. Zentralbanken als Goldhalter. Die Zentralbanken halten alle Gold, entweder weil sie es aktiv zukaufen, wie im Jahr 2022, insbesondere die Türkei, China, Ägypten, Katar und der Irak, und in den letzten Jahren insbesondere Thailand, Japan, Indien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Russland.
oder weil sie es als Exportweltmeister vor der Auflösung des Goldstandards gutgeschrieben bekommen haben, wie Deutschland. Jetzt sagen manche, dass sie es als Sicherheit halten, um es im Notfall zu verkaufen und ihre Bilanz zu schützen. Aber das Gold steht auf der Aktivseite der Bilanz, genau wie alle anderen Devisen, also Fremdwährungen auch. Fremdwährungen nutzen die Zentralbanken, um ihre eigene Währung gegen Fremdwährungen auszubalancieren. Fällt euch was auf? Das könnte man mit Gold genauso machen. Goldverkauf. Zentralbanken können das Gold verkaufen, was sie haben, das fällt aber auf, denn sie müssen es in ihrer Bilanz ausweisen. Grundlage für die Manipulation ist die Besonderheit von Gold, seine Haltbarkeit. Denn im Gegensatz zu Schweinehälften, Mais und Hafer ist Gold ein glänzendes Wertaufbewahrungsmittel, denn es übersteht Jahre und Jahrzehnte, ohne physisch hinwegzuschwinden. Im Gegensatz zu Schweinehälften übersteigt damit der Bestand an Gold die Jahresproduktion und den Jahresverbrauch um ein Vielfaches. Da man also Schweinehälften vom letzten Jahr nicht benutzen kann, um den Preis in diesem Jahr zu beeinflussen, gestaltet sich die Manipulation hier um ein Vielfaches schwieriger. Gold hingegen liegt in Tresoren und kann zur Manipulation des Preises aus dem Bestand herangezogen werden. So betrug der Goldbestand der Zentralbanken im Juni 2023 35.700 Tonnen, die jährliche Minenproduktion 3.300 Tonnen und der jährliche Verbrauch 2.800 Tonnen. Das heißt, allein die USA mit ihren 8.100 Tonnen können so viel Gold auf den Markt bringen, dass sich das Angebot ca. vervierfacht und der Preis ca. viertelt. Der Preis bildet sich natürlich komplizierter, aber ihr wisst, was ich meine, und es wird auch regelmäßig diskutiert, ob die Fed ihr Gold und das deutsche Gold überhaupt noch besitzt. Aber dass Zentralbanken auf diese Weise die Preise drücken, halte ich für sehr wahrscheinlich. Wenn zum Beispiel die Bank of China, wie kürzlich geschehen, Gold einkaufen möchte, kann sie natürlich auch auf einen niedrigeren Kurs warten, denn sie hat 2022 rein zufällig genau zum Tief von 1650 US-Dollar gekauft. Oder sie kann aber auch den alten Trick nehmen, den schon Nathan Rothschild bei der Schlacht von Waterloo nutzte. Nathan Rothschild hat das Ergebnis der Schlacht beobachtet und ist danach 2 Tage und 2 Nächte zurückgeritten und hat alle seine Aktien verkauft. Als die anderen Händler das gesehen haben, dachten sie, er wüsste mehr als sie und haben auch alle verkauft. Als die Preise dann im Keller waren, hat er mit seinem Verkaufserlös viel mehr Aktien aufgekauft, als er ursprünglich verkauft hatte, und hat das Geschäft seines Lebens damit gemacht. Wobei die Aktien außerdem noch anstiegen, denn Napoleon hatte die Schlacht verloren. Ob das moralisch verwerflich ist, das lasse ich jetzt euch entscheiden. Goldverleih. Eine diskretere Weise der Goldpreismanipulation ist der Goldverleih an Banken, die sogenannten Bullionbanken, also Goldbarrenbanken, die im Eigeninteresse Gold leihen, um es zu verkaufen und künftig wieder zurückzukaufen. Dass sich dadurch der Goldpreis verringert, ist für die Zentralbanken ein positiver Nebeneffekt und sie müssen es auch nicht in ihrer Bilanz angeben. Der größte Nutzen der Goldleihe besteht aber für etwaige Lobbygruppen wie Goldminenbetreiber oder Großspekulanten, die damit in Zukunft besser planen können. Und besonders lohnt sich das Geschäft, wie bei allen Leerverkäufen, wenn der Goldpreis hoch steht, wenn man das Gold gerade verkauft, und er niedrig steht, wenn man es wieder zurückkaufen muss, um es der Zentralbank zurückzugeben. Wenn allein das nicht dazu verleitet, sich den Kurs passend zu machen, was denn sonst? Aber wie könnte man denn den Goldpreis hoch und runter schieben, wenn man selbst kein physisches Gold besitzt? Terminbörsen. Ob über Derivate, also zeitlich begrenzte Wettzettel, auf, in dem Fall Gold, der Goldpreis gedrückt werden kann, kann nicht mit Sicherheit gesagt werden. Dagegen spricht natürlich offensichtlich, dass physische Nachfrage letztlich nur über ein physisches Angebot bedient werden kann. Futures und Optionen hingegen sind in der Regel beides schlichte Wettzettel auf den Kurs. Wenn ihr bei eurem Broker einen Future auf Gold zeichnet, ihr also 100 fiktive Unzen Gold bewegt, obwohl ihr nur den Wert von 6 fiktiven Unzen hinterlegt habt, dann werden bei Auslaufen des Kontrakts in der Regel keine Goldtransporter hin und her gesendet, sondern der Gewinn bzw. Verlust wird verrechnet. So ist das zumindest mit dem kleinen Broker um die Ecke. Bei der COMEX, der weltgrößten Edelmetallbörse in New York selbst, sieht es hingegen hin und wieder anders aus.
Zwar besteht die Möglichkeit des Arbitragehandels, also wo man zwei Werte miteinander vergleicht und die Differenz einstreicht, indem man bei einem tiefen Goldpreis Gold kauft, damit einen gestiegenen Future beliefert und dadurch die Differenz einstreicht, aber dann steigt der Goldpreis. Wie er mit Derivaten zu Fall gebracht werden könnte, hat mir noch keiner erklären können. Was hingegen gut möglich ist, ist, dass man den Goldpreis durch Goldleihe zu Fall bringen lässt und dann selbst mit den 8 größten US-Banken, die Eigentümer der Federal Reserve sind, mit Futures auf den fallenden Goldpreis wettet. Aber auch das ist keine Beeinflussung des Goldpreises über Futures, sondern ein Hebel auf das geliehene Gold, und ob das wirklich stattfindet, das weiß man nicht. Also, wenn ihr eine Idee dazu habt, wie man den Goldpreis über Futures drücken kann, könnt ihr es ja gerne unten in die Beschreibung schreiben. Ich behaupte, nach aktuellem Kenntnisstand, da ist nichts mit Golddrücken über Derivate. Lasse mich aber gerne eines Besseren belehren. Beweise. Es gab diverse Verurteilungen für Goldmanipulation, aber auch hier die meisten nur bei Derivaten. Hier ist ein Händler der Barclays Bank, die selbst unter den 4 Banken ist, die 2-mal täglich den Goldpreis in London festlegen, verurteilt worden. Dies tat er, weil er selbst in Optionen investiert war. Alan Greenspan hat sich 1998 im US-Senat verplappert und sagte, auch können private Kontraktpartner das Angebot von Gold, einer weiteren Ware, die oft im Interbankenhandel gehandelt wird, nicht beschränken, denn Zentralbanken sind bereit, Gold in steigender Menge zu verleihen, sollte sein Preis steigen. Und Gouverneur Angell sagte im August 1993 in einem Fed-Meeting, als die Protokolle noch veröffentlicht wurden, ich stelle fest, dass der Goldpreis von $400 auf $371 zurückgekommen ist. Das ist wirklich ein Vorgang, der der Bewegung entspricht, die im Anleihemarkt stattfand. Und das hat sehr gut funktioniert. Wenn jemand sehr, sehr gut funktioniert, sagt, dann muss doch auch mit Absicht etwas herbeigeführt worden sein, nämlich in diesem Fall ein Abfall des Goldpreises, was die Zinsen auf Staatsanleihen entspannt hat. Und das Ergebnis dieser Aussage seht ihr hier. Der Goldpreis wurde gedrückt und dann kam der Deckel drauf. Auf 400 für rund 2,5 Jahre. Aber das ist bestimmt nur Zufall. So, letztes. Dann ist auch fertig. Könnt ihr noch? Alan Greenspan sagte im Mai 1993, wenn wir es hier mit Psychologie zu tun haben, dann hat das Thermometer, das man zum Messen verwendet, einen Einfluss. Ich habe die Frage am Rande des Treffens mit Gouverneur Mullins aufgeworfen, was passieren würde, wenn das Schatzamt etwas Gold in den Markt verkaufte. Das ist eine interessante Frage, weil wenn Gold in diesem Umfeld ausbricht, wäre das Thermometer nicht nur ein Messgerät, es würde fundamental die zugrunde liegende Psychologie beeinflussen. Also, wer jetzt noch denkt, dass Goldpreismanipulation eine Verschwörungstheorie sei, dem kann ich auch nicht mehr anders helfen.